Weil sich das ewige Eis verändere, würden auch bei uns Extremwetterlagen zunehmen. Ein ganz signifikantes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Jetstream. Der Jetstream ist eigentlich, trennt die kalten Luftmassen in der Arktis von den wärmeren Luftmassen in den Tropen. Und dieser Jetstream wird jetzt aufgrund der Tatsache, dass die Arktis immer wärmer wird, wird dieser Jetstream langsamer. Und wir erhalten daraus dann immer wieder diese sogenannten blockierenden Wetterlagen, die uns auch gerade jetzt wieder diese extreme Wärme in Deutschland bringen. Langanhaltende Hitze wie zurzeit, aber auch Starkregen wie im vergangenen Jahr werden immer häufiger auftreten, warnt die Polarforscherin. Diese Veränderung ist es ja im Grunde genommen, auf die wir zugesteuert sind und in die wir ja so gesehen sehenden Auges auch reingelaufen sind. Und man hätte natürlich wesentlich früher ansetzen können, aber das haben wir nicht gemacht. Umso mehr stehe jetzt die Politik, aber auch jede und jeder Einzelne von uns in der Pflicht, den CO2-Verbrauch zu senken. Dass wir einfach sagen, wir emittieren weniger CO2, wir tragen so dazu bei, dass es sich weniger erwärmt und dass all diese Prozesse, die wir in den Polarregionen erleben, sei es das Abschmelzen der Pole im Sinne der Landeismassen, der Rückzug des arktischen Meereises, dass all diese Prozesse langsamer vonstatten gehen und wir somit auch diese Extremwetterlagen zwar erfahren, aber nicht, dass sie immer noch schlimmer werden und noch mehr werden.